Panikstörung ein Überblick. Angst ist eine der Grundemotionen und wird auch als eine primäre und universelle Emotion angesehen. Angst ist eine Emotion, die große Konsequenzen für den Organismus hat und bei Menschen aller unterschiedlicher Kulturen festgestellt wurde. Angst entsteht in unserem Gehirn, was die Alarmreaktion des Körpers auslöst. Die Haupthirnstrukturen für eine Angstreaktion ist das limbische System, die Amygdala. Wie kommt es zu einer Angststörung? Zu Angstattacken kommt es, wenn körperliche Symptome, die an sich ungefährlich sind, als gefährlich oder bedrohlich eingestuft werden. Herzklopfen wird beispielsweise als Herzinfarkt missinterpretiert oder Schwindel als bevorstehende Ohnmacht. Das führt zu einer vermehrten Anspannung, die wiederum die Symptome, die Angst und die Angstgedanken verstärkt. So entsteht eine Art Teufelskreis, der immer wieder durch Situation oder körperliche Symptome ausgelöst werden kann. Zum einen speist sich der Angstkreislauf immer wieder von selbst. Zum anderen führt die Fluchtreaktion dazu, dass der Betroffene nicht die Erfahrung machen kann, die Angst zu bewältigen. Schlimmer noch, er glaubt, dass wenn er der Angst nicht ausweicht, die unvermeidliche Katastrophe eintritt. Dieser Gedanke setzt sich im Gedächtnis fest und führt zu noch größerer Erwartungsangst bei der nächsten Situation. Man unterscheidet 6 Arten von Angststörungen. Die sogenannten Panikstörungen, Agoraphobie, soziale Ängste, Zwangsstörung, Hypochondrie und traumatische Ängste. Die generalisierte Angststörung. Symptome einer Angststörung. Zu den typischen körperlichen Angstsymptomen gehören Herzrasen und Schwindelgefühle. Betroffene klagen zudem oft über ein Druckgefühl in der Brust. Es entstehen Gefühle wie Panik, oftmals erlebt als Hilflosigkeit, Kontrollverlust bis hin zur Todesangst. Als Reaktion auf die vermeintliche Bedrohung versuchen Betroffene, die Situation zu verlassen oder zu umgehen. Eine Angsterkrankung lässt sich gut mit der Verhaltenstherapie behandeln. Automatische Gedanken und ungünstige Verhaltensmuster werden erkannt und verändert. Mit der Expositionstherapie wird der Angst aktiv in Begleitung begegnet.